Ja, hallo und herzlich willkommen zur Fachvorstellung Vertiefungskurs Mathematik. Das steht hier, wird auch von manchen Leuten als Mathe Plus bezeichnet. Ich möchte wo ganz anders beginnen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass an der Schule fast alle Fächer einem von folgenden drei Fächern zugeordnet werden können. Das ist so Mathe, Deutsch, Englisch. Das sind die großen Fachkombinationen und jetzt außer die Kumutu-Fächer kann man für fast alle Fächer hier irgendwie einen Bezug bringen. Und tatsächlich ist es so, dass einer dieser drei Richtungen auch diejenige ist, in die ihr euch jetzt künftig so ein bisschen vertiefen solltet, was auch immer das heißen mag. So, und das heißt, wenn wir dann auf nach der Schule schauen, dann stellen wir fest, dass jede Vertiefungsrichtung dann auch verschiedene Möglichkeiten bietet. Also Mathe ist ganz klar diese sogenannte MINT-Richtung, Deutsch ist die sogenannte gesellschaftswissenschaftliche Richtung, gesellschaftswissenschaftlich, und Englisch, das sind klar die Sprachen. Was die weiteren Studienfächer angeht, da gibt es noch endlich oder vielleicht auch unendlich viele. Da habe ich jetzt nichts zu sagen, aber das sind so die Richtungen, die wir grob hier vertreten. Ich persönlich, ich weiß, man sieht es mir nicht an, ich habe vor über 30 Jahren Abitur gemacht damals hat man gesagt, alle 5 Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Wenn wir jetzt mein Wissen als 1 ansehen und überlegen, was da in 30 Jahren passiert ist, welches Wissen haben wir dann nach 30 Jahren? Ich will es jetzt gar nicht genau wissen. Ich sage einfach mal mehr. Ja. Also das heißt, wir wissen mehr als vorher. So, und jetzt drehen wir das Ganze rum und gehen einfach mal zum Thema Schulstoff. Der Schulstoff, wenn mein Schulstoff 1 ist, was ist da in den 30 Jahren passiert? Und die meisten von euch wissen das auch. Ich sage es einfach mal nur, das ist weniger geworden. Ja? Also wenn man es genau wissen will im Vergleich zu mir, habt ihr etwa 3 Schuljahre weniger an Inhalt, als ich damals gehabt habe. Gut, so tragisch scheint das nicht zu sein, oder aber auch doch. Jetzt gehen wir in ein typisches MINT-Studium. Ja? Also einfach hierher. Und überlegen, wie sieht denn ein MINT-Studium später aus? Und da sehen wir Folgendes. Also ich mache hier einfach mal irgendwie eine Stoffachse. Das ist jetzt eher Physik, egal. Und hier eine Zeitachse T. Und ich habe ja gesagt, ihr habt jetzt Niveau 1, sage ich mal, so da etwa. Ich habe jetzt 3 Schuljahre mehr gehabt, seit ich bin da. Also das heißt, das hier wird dann... Die jetzige 10. Klasse ist das und das hier bin ich, ja, also mein Niveau. Und jetzt überlegen wir uns, wie so ein normales MINT-Studium aussieht und die Frage, wo das stoffmäßig beginnt. Und da kann ich gleich sagen, das beginnt ganz unten stoffmäßig. Ja? Ja, das heißt also, wenn man ein Studium beginnt, fangen die wirklich bei Adam und Eva an. Ist auch kein Problem, ja, das steigt dann irgendwie an und geht dann so hoch. Und so hier etwa, hier ist Weihnachten, ja. Hier ist Weihnachten und das bedeutet, irgendwann mal sind mein Niveau und das Niveau von damals irgendwie total überfahren. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass das ein Problem darstellt. Und dieses Problem kennt auch eine Lösung. Die Lösung dieses Problems ist ganz simpel. Die Lösung ist eine sogenannte Studienabbruchsquote. Und die Studienabbruchsquote im MINT-Bereich ist größer 50%. Und jetzt kommt es vor der ersten Prüfung. Ja? Die erste Prüfung ist irgendwo hier. Ja? Keine Ahnung, hier ist die erste Prüfung. Also, das heißt, das Studium ist zu 50% Geschichte. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kann man da dagegen reagieren? Die eine Art ist, zu denen zu gehören, und die andere Art ist die, dass man beginnt, sich vernünftig auf Studium vorzubereiten. Und eine vernünftige Vorbereitung auf Studium ist unter anderem der Vertiefungskurs in Mathe. Ja, das heißt, der Vertiefungskurs in Mathe lupft die jetzige, also ist nicht 10. Klasse, sondern das ist die 10. Klasse, die dann Abi macht, das jetzige Abi-Niveau immerhin auf mein Abi-Niveau. Ja, das heißt, man hat so, was weiß ich, 3-4 Tage länger quasi das Wissen, bevor man dann auch überfahren wird.
Also wie gesagt, ich lupfe das an oder andersrum, die Inhalte, die 3 Jahre Inhalte, die fehlen, die habe ich zusammengepackt und in 2 Schuljahre Vertiefungskurs reingesetzt. Also das heißt, der Vertiefungskurs in Klasse 11, den macht in der Regel nicht ich, manchmal mache ich, es gibt aber auch sehr gute Kollegen, die das machen, Vertiefungskurs Klasse 11 macht das, zum Beispiel vollständige Induktion und auch ein paar Mathe-Rätsel und so weiter. Also das heißt, auch viel Algebra, das ist also eine gute Basis. Und den Vertiefungskurs Klasse 12, den mache dann ich, also nicht immer, aber relativ oft. Und ich bin damals hergegangen und habe den Vertiefungskurs danach konzipiert, was Schüler oder also was Studenten aus der Schule brauchen. Ich habe also Studenten gefragt, was brauchst du? Und dann haben die gesagt, Taylor-Rein, also habe ich Taylor-Rein reingenommen. Und dann haben die gesagt, Differentialgleichung, also mache ich Differentialgleichung. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich zusammengesammelt habe, mit in Zusammenarbeit mit Schülern, also jetzt studieren natürlich, in Zusammenarbeit auch mit dem Physik-LK, sodass man da eine breite Basis hat. Also eine breite Basis, die dann auf ein MINT-Studium vorbereitet. Gut, also die Inhalte sind mathematischer Art, aber in der Regel nicht fürs Abitur zielführend, sondern einfach weiter. Also das heißt, ich sage, es ist durchaus höher anzusetzen als das Abitur. Und wenn man sich jetzt genau anschaut, sage ich mal, ich meine, wir alle, wir wollen später mal viel Geld verdienen, ich will jetzt auch keine Werbung für irgendwas machen, aber jetzt überlegt euch, in welchen von den 3 Bereichen das Geld eher auf der Straße liegt und in welchen von den 3 Bereichen man für das Geld richtig viel arbeiten muss oder eben nicht so viel kriegt. Ja, und das hat eben seinen Grund. Also, Vertiefungskurs Mathe heißt, 2-stündig Mathematik mehr. Ist ein Orchideenfach. Orchideenfach heißt, dass es keinem Grundkursbereich in irgendeiner Form zugeordnet wird. Ist einfach ein Zusatzfach, was man macht. Also in Klasse 11 und Klasse 12 hat man dann 4 Grundkurse. Eine wichtige Frage, die mir auch immer gestellt wird, ist die Frage, wie gut bin ich, wenn ich, ich weiß ja noch gar nicht, quasi, ich komme aus Klasse 10, gehe in Vertiefungskurs und wie gut bin ich? Ich sage immer, die schriftliche Note, die man in Klasse 10 im Zeugnis hat, ist etwa, so Pi mal Auge, etwa die Note, die man erwarten kann, wenn man in den Vertiefungskurs geht. Ja, und das heißt, was beantworte ich dann noch für Fragen? Zum Beispiel, wie funktioniert ein Taschenrechner, mache ich? Also, wie funktioniert er? Die Elektrik nicht, aber die Mathematik dahinter. Also ich sage immer so, wenn das hier das Abi-Niveau ist und hier dann, also man sieht ja das Studienniveau, das ist dann irgendwann mal so hoch, das Studium, dann bin der Vertiefungskurs ist quasi die Stufe, die man dann braucht, um dass es hier nicht zu steil anfängt. Das ist der Vertiefungskurs und das heißt, das ist quasi eine Brücke hin zum Studium. Gibt es irgendwelche Fragen zum Vertiefungskurs? Jetzt würde ich bloß gucken, dass ich weiß nicht, ob ich meinen Ton anhabe. Das heißt, ich blicke das nicht. Ich werde jetzt einfach mal den Apparat hier anmachen. Ich hoffe, es pfeift nicht. So, also wenn... Ich höre mich jetzt selbst. Ich mache wieder weg. So, also gibt es da irgendwelche Fragen zum Vertiefungskurs? Ich habe mich gerade selbst gehört. Ich gehe mal davon aus, dass man da noch Fragen stellen kann. Schön, dann freue ich mich auf ganz, ganz viele motivierte Schüler, die Mathematik machen und daran denken, als Basis fürs MINT-Studium ist das, was wir machen, dringend geeignet. So, ihr hört schon, da ist wieder mein Gong. Also, das heißt, ich habe fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächstes Jahr.